Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Teil 3 der vorderen Kabine. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen weitergemacht. Wie wir sehen, hier ist einmal der linke Rahmen und den habe ich jetzt komplett von außen einmal schwarz gemacht. Genauso wie diese Clipser hier. Problem ist, die Farbe hält nicht so gut da drauf, aber ich habe die jetzt erstmal nur so betupft und ich muss sagen, das sieht schon viel, viel schöner aus. Den Rahmen werde ich jetzt auch einbauen und danach die Querlatten, die kommen halt dann da wieder rein. Und somit habe ich auf jeden Fall schon mal meine innere Kabine. Dann kann ich auch problemlos die Türen einhängen. Allerdings stört mich hier in dem Bereich immer noch diese Rundung von der hinteren Verkleidung. Aber ich werde das jetzt erstmal komplett fertig machen, dass ich halt auch ein halbwegs fertigen Boden habe. Schaut mal, ich habe doch noch zufälligerweise ein Schloss gefunden. Das werde ich jetzt hier oben einbauen. Einmal Löcher nach oben bauen, damit der Riegel auch nach oben verschwindet. Also wenn das nicht krass ist, was ich hier gebaut habe, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt hier so Push to Open und die habe ich jetzt erstmal hier so eingelassen, einfach mal so nachgebildet. Diese zwei Dachlatten übereinander. Nur ohne Scharnier jetzt. Und das Ganze könnte man so klappen. Also wenn der drin ist, habe ich jetzt hier einen Dübel bearbeitet. Der würde so stecken. Wenn ich den hochdrücke, geht der Bolzen hier rein und dann könnte das nicht mehr kippen. So ist meine Idee. Und wenn ich den runterdrücke, kann das Ganze wieder kippen. Ich werde das mal ausprobieren. Ich hoffe, das wird was. Jetzt ist die Frage, in welchem Bereich ich bohre. Also ich gehe mal davon aus, hier ungefähr, weil ich ja hier immer auf und zu drücke. Quasi werde ich den hier einlassen. Wir riskieren es. Ansonsten werde ich das zuspachteln. So habe ich auf jeden Fall Geld gespart, weil ich die zwei Dämpfer eh da habe. Ich werde das Ganze jetzt mal streichen.
So, ich bin gerade dabei, das Ganze hier schwarz zu streichen, damit das auch zum Rahmen passt. Schaut mal, ich habe jetzt wieder die Ladefläche abgebaut. Das hat den Grund, ich musste die Verkleidung, die komplette hintere, wegnehmen, da ja hier vorne die Schräge im Weg ist. Und das sind die ganzen Schrauben, die ich jetzt demontiert habe. Wir werden das jetzt einfach mal. Wobei, da kommt noch mehr dazu. Ich werde das mal eben alles drauflegen. Dann kommt noch jede Menge Stahl dazu, was wieder übertrieben verrostet ist. Ich habe mir jetzt Rostschutzumwandler geholt, unter anderem, das kommt die Tage. Hier haben wir zwei Bleche, die einmal, ich zeige euch das mal eben, dann. Und hier sind nochmal zwei solche Bleche. Ich zeige euch, wofür die waren. Also hier haben wir die komplette hintere Verkleidung. Also ich sage es euch so, wie es ist, ich musste es demontieren. Das gesamte Teil ist auch noch hier unten verklebt. Ich habe gedacht, das wären zwei Stücke, leider nicht. Das war so eine Fummelei, das Ganze auseinanderzubauen. Auf jeden Fall, das hier war quasi am Rahmen geschraubt und das liegt hier unten drunter. Dieses Blech kommt hier oben drauf und wird dann halt verschraubt. Problem ist, wenn ihr das hier demontieren wollt, müsst ihr auf jeden Fall die hinteren Schutzbleche abschrauben. Dann habt ihr mehr Spiel, weil ich musste jetzt hier mit der Schiene. Das Ganze ist auch sehr flexibel. Und was mich auch gestört hat, das hat ganze Zeit geklappert in einem Bereich. Ich werde auf jeden Fall gleich die Blinker ausbauen. Also was das Problem war, das ist einfach hier dran nicht so gut vorbeigekommen, da ich diese Verkleidung nach außen biegen musste. Da war aber wiederum das Schutzblech im Weg. Also ihr müsst definitiv die Schutzbleche ausbauen, dann funktioniert das. Und dieses Teil an sich hier wiegt auch bestimmt wieder mindestens 10 Kilo. Das werden wir jetzt gleich mal wiegen. Allerdings ist das so flexibel, dass das eventuell kaputt geht. Hier, das hier ist in der Mitte einmal, wie gesagt, komplett verklebt. Ich habe gedacht, man könnte es im Einzelnen rausnehmen. Genauso wie hier unten, leider nicht. Und hier war das extrem am Wackeln und immer gegen den Rahmen am Stoßen. Deswegen das gesamte Element, ja, ich weiß nicht, sah ein bisschen schön aus, muss ich gestehen, aber für meine Anwendungszwecke, beziehungsweise für meinen Umbau, ist das wirklich fehl am Platz. Ich hätte, wie gesagt, hier die Türen ausklinken müssen und ach. Und ich habe wiederum Gewicht gespart. Das ist doch wieder auch gut. Wir werden jetzt auch mal das hier wiegen und danach das hier. Also wirklich alles. Wenn ihr die gesamte Videoreihe gesehen habt, dann wisst ihr auch ungefähr, wie viel Kilo ich schon hier insgesamt demontiert habe. Also wir kommen schon gefühlt auf unsere 40 Kilo. Und wieder jede Menge Stahlschrott, was einfach vor sich hin rostet. Die haben da irgendwie ja überhaupt keinen Rostschutz aufgetragen. Hier haben wir jetzt 0 250 Gramm. Jetzt tun wir die ganzen Sachen noch wiegen.
So, hier haben wir jetzt insgesamt 880 Gramm, auch wieder ein Kilo gespart, muss ich sagen. Jetzt werden wir die hintere Verkleidung eben wiegen. Die Blinker werde ich auch kurz ausbauen, denn die tun auch wiederum das Gewicht verfälschen. Ich werde mir hier erstmal eine Holzleiste anfertigen, die so hoch ist, die dann bis zur Ladefläche geht und dann runterhängen lassen bis hier und dann die Blinker nochmal erstmal provisorisch einsetzen. Denn das wird noch alles verkleidet, aber das hindert mich halt, wie gesagt, an allem, was ich jetzt noch weiter bauen will. Die Türen passen nicht und, und. Das Coole ist auch, diese Farbkennzeichnung stimmt überhaupt nicht mit dem Kabelbaum überein. Gott sei Dank habe ich vorher ein Foto gemacht. Ich frage mich, was die Teile hier kosten. Wenn es die überhaupt noch gibt. Also ich glaube, hierfür gibt es überhaupt nichts mehr. So, fragt sich, wie wir das Ganze jetzt mal wiegen. Wie wir hier sehen, sind hier auch so Matten drin und die sind dafür da, damit das Ganze halt nicht so laut ist, wenn da Regentropfen drauf tropfen. Die sind natürlich auch wiederum Gewicht. Da sind 1, 2, 3 Stück. Wie wir hören, hier ist keine Matte und da ist eine Matte. Dumpferes Geräusch. Das nimmt man auch bei Spülbecken. Klebt man unten drunter. Falls der Wasserhahn tropft, ist das leiser. Also wenn ihr das jetzt fühlen könntet, das ist so viel Gewicht, jeder würde sofort sagen, ich würde das auch demontieren. Schaut mal, ich sag zu euch einfach so, ich werde das mal wiegen. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich das Ganze anhebe, dass das nicht kaputt ist und ich gleichzeitig noch das Gewicht ermittle. Und das sind so Sachen, die man sich eigentlich sparen könnte, aber ich will euch natürlich immer auf den laufenden Stand halten. Und jetzt werde ich das hier anheben. So, ich meine jetzt die beste Lösung gefunden zu haben. Ich versuche euch mal da oben hinzustellen, damit ihr auch das seht. Also, ich schätze mal 10 Kilo oder mehr. Was schätzt ihr? Plus die 800 Gramm, ja, wieder 8 Kilo leichter. Wobei, das werde ich natürlich ersetzen. Ich weiß noch nicht durch was. Vielleicht werden wir so auf 3 Kilo kommen, das was ich baue. Ob ich die Schutzbleche auch noch demontiere, das weiß ich alles nicht. Auf jeden Fall habt ihr hier schon mal wieder ein kleines Update gehabt. Im nächsten Schritt werde ich die Türen einsetzen und dann können wir quasi auch schon eine Ausfahrt mit Türen machen. Den Boden bin ich noch am Vorbereiten. Ich weiß nicht, was ich da nehme. Sehr wahrscheinlich Tripex-Platten. Das ist meine einfachste und günstigste Lösung. Ich habe noch ein bisschen da. Zeige ich euch mal eben. Dann hier noch was. Ich überlege, Plakatwände zu nehmen. Die sind auch 3 mm und auch ziemlich stabil. Ich habe schon ein, zwei Sachen gemacht, die werde ich euch dann aber im nächsten Video zeigen. Also ich sage es euch, diese Sachen hier sind so verrostet. Das ist einfach nur ein Katastrophenfahrzeug, was ich gekauft habe. Alles aus Metall ist einfach am Blühen. Einfach nur vernachlässigt.
Ich habe jetzt hier aus Restmaterial sowas angefertigt. Das Ganze werde ich jetzt hier mit zwei Winkeln montieren. Und dann kommen die Rücklichter hier rein. Erstmal. Denn jetzt habe ich ja keine Verkleidung mehr, die die Blinker halten. Ich würde sagen so. Ich könnte jetzt hier auch noch Löcher reinbohren, um Gewicht zu sparen. Aber dadurch, dass ich die Platte auf jeden Fall nochmal neu mache, die steht schon da, wie wir sehen, fertig mit Rundungen. Nur ich muss da halt noch die 1000 Bohrungen machen. So, das ist jetzt auch erstmal fertig. So kann ich auf jeden Fall sicher draußen rumfahren. Im nächsten Schritt werdet ihr auf jeden Fall die allererste Ausfahrt sehen mit Kabine, dann wahrscheinlich mit Türen und diesem Umbau. Werden auf jeden Fall noch einige Videos kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Marc. Haut rein.